Den hatte ich. Bah, alle werden sterben. Bah, bah, bah. Der hat die tolle Angel. Dies ist die Stadt Pikshim auf dem Kontinent Aquas. Einige nennen es den Wasserkontinent, hauptsächlich weil das der Großteil des Landes von Wasser bedeckt ist. Nee, ehrlich. Bist du irre? Yeah. Ah, es ist besser, nicht noch kälter zu werden. Sogar die Fische sind gefroren. Tür ist verschlossen. Ich weiß nicht, was mit unserem Kontinent passieren wird, aber wir müssen zusammenhalten. So wie die Kells sich verhalten, es erinnert mich an geistlose Zombies. Das hatten wir. Tja. Ah, Asia redet mit einem Jugendlichen. Weißt du von irgendwelchen Waisen? Oh, ihr müsst die Reisenden sein, die ins Dorf gekommen sind. Ja, woher wusstest du das? Afro hat mir von euch erzählt. Ich denke, wenn ihr die Waisen seht, sucht, solltet ihr mal Selena treffen. Selena? Sie ist die Witwe eines Waisen. Es gibt gerade ein Treffen. Möchtest du mich begleiten? Ach, das würde ich gerne, aber ich muss es zuerst Aeon sagen. Ah, verstehe. Bitte versuch mit uns zu kommen. Aeon, ich habe jemanden gefunden, der uns einem Waisen vorstellen kann. Aber ich will nicht alleine gehen. Wirst du also mitkommen? Ja, passt schon. Oh, du musst Aeon sein. Ich habe gehört, dass du die Waisen suchst. Du bist wahrscheinlich auch um dein Schicksal besorgt. Habe ich recht? Ja. Du solltest einer Predigt von Selena zuhören. Es gibt gerade ein Treffen. Möchtest du mitkommen? Ach, was sollen wir nur tun? Sollen wir gehen? Ja, lass uns gehen. Vielleicht finden wir was Nützliches. Was wirst du tun? Dem Treffen beiwohnen? Ja, klar. Gehen wir. Und sei es nur, um den Leuten mal einen großen Haufen auf den Tisch zu legen. Hier drin ist es. Aeon, ich habe etwas Angst. Hast du was gesagt? Nein, es war nichts. Verstehe. Lass uns reingehen. Hey, mach auf. Ich habe einige Gäste. Warum hört sich das eher an, als sagt der Opfer? Dieser Ort ist unheimlich. Aber vielleicht finden wir hier die Nachfahren eines Waisen. Ich werde das Ganze untersuchen. Aeon, bitte komm mit mir. Puh, wir werden ein Abenteuer erleben. Komm schon, Aeon, gehen wir. Was haben wir hier? Gar nichts. Also, eine Höhle zum Ausrotten. Kisten, leer. Kisten, leer. Kisten, leer. Kisten, Trockenkräuter, Kisten, leer. Was laberst du für einen Scheiß? Hallo, ihr könnt unserer Gruppe beitreten. Ihr müsst nur glauben. Ich glaube daran, dass das FSM mit seinen nudeligen Anhängseln alles erschaffen hat, was existiert. Ihr müsst die Neuankömmlinge sein. Willkommen, hat er gesagt. Toller Feuereffekt, oder? Hier wohnen die Kells. Ich warte hier, also schaut euch ruhig in Ruhe um. Entschuldige mich, Aeon. Ich will nicht alleine gehen. Kommst du mit mir? Ja, klar. Danke, juppie. Gehen wir uns umsehen. In Kelsiana. Wenn ihr fertig mit eurem Besuch seid, lasst es mich bitte wissen. Wer ist das in der Höhle? Sieht aus wie eine Drachenhöhle. Ich bin etwas nervös, aber auch neugierig. Interessantes Feuer. Viele Leute. Wenn du gerne erlöst werden willst, oder ich glaube, nee, nicht wirklich erlöst, aber egal. Sagen wir halt erlöst. Tritt uns bei. Nächsten der Kiste. In die Zelte. Komme ich dann rein? Hoppa. Du hast ein paar Klamotten gefunden. Oh, gute Güte. Von wegen Körpergeruch. Hier muss jemand wirklich öfter duschen. Unser Ziel ist es, einen Status des spirituellen Erwachens zu erreichen. Die, die damit davon nicht betroffen sind, sind fehlgeleitet und werden niemals die Erlösung erreichen. Die Kiste ist leer.
Ich würde sagen, macht mal mehr Zeug in eure Kisten, sonst verschaffe ich euch mal Erlösung. Oh, ein grüner Punkt. So, der Ort kotzt mich jetzt, glaube ich, schon an. Ich will jetzt hier nicht mehr sein. Hier ist Betreten verboten. Nur die Anführer sind hier erlaubt. Du solltest jetzt gehen. Und hier? Drinnen ist die, die Treffhalle, sage ich jetzt einfach. Mein Englisch ist gerade kaputt. Aber du kannst da nicht rein. Du musst von einem Mitglied begleitet werden. Die Versammlungshalle wäre schön gewesen. Leer. 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 Oh, drei Edelsteine. Uhu. Leer. Und leer. Okay. Haben wir es denn gleich? Dort ging es noch rechts lang etwas. Was ist mit dir los? Betreten verboten. Oh, wieder drei Edelsteine. Richtig viel Geld anscheinend. Ja. Hier geht's noch runter. Ne, geht's nicht. Ich glaube, das war's, oder? Ja, hier war ich schon. Alles klar. Sagen wir den Herren mal, hey, ich bin fertig. Ne, hier war's nicht. Fertig mit dem Besuch? Ja. Nun gut, dann lass uns mal zur Versammlungshalle gehen. Delela! Das findet anders eben. Oh nein, die Predigt hat schon begonnen. Beeilt euch! Oha. Diese Welt steht kurz vor dem Eingehen, aber wir haben unseren Retter gefunden. Levante! Wir sind die paar Auserwählten, die in die neue Welt wiedergeboren werden. Jetzt ist die Zeit, uns im Gebet zu vereinen. Reinige uns und nimm unser Blut. Du bist unsere Anführerin, Selena, unser Führer. Selena! Ich habe euch zwei neue Mitglieder gebracht, Asia und Aeon. Lasst uns Levante danken, dass er uns von dieser verschmutzten, verdorbenen Welt befreit. Ja! Es ist mir ein Vergnügen. Ey, die denken, wir sind Kelbgläubige. Wir müssen versuchen, die zu vereinen, die unser Blut teilen, sodass wir alle zusammen sein können. Nur die, die keine Gläubigen sind, verdienen es, zurückgelassen zu werden, um dieses schreckliche Schicksal zu erleiden. O mächtiger Levante, segne unsere Seelen. Jetzt sind wir bereit. Wie ich sehe, haben wir einige Neuankömmlinge. Ich hoffe, sie hören aufmerksam zu. Diese Welt ist verdorben durch undankbare Einwohner. Levante will das wieder berichtigen. Eine neue Welt kommt. Diese Welt ist erledigt. Levante wird unsere reinen Seelen in die neue Welt bringen. Sie wird rein und ja, halt voll und schön und gut und klasse und tolle Ernte und alles sein. Die anderen werden zum Sterben zurückgelassen. In der neuen Welt wird es keine Übeltäter geben. Für jetzt müssen wir den Kontakt mit diesem Ungeziefer vermeiden. Es könnte sein, dass sie uns von dem Pfad, den Levante uns bereitstellt, weglocken wollen. Wir werden unseren Weg finden. Es ist die Zeit, uns zu vereinen und unserem Retter, Levante, dem Allmächtigen zu danken. Wir erwarten das Kommen der neuen Welt. Was du ihnen da beibringst, ist falsch. Oh nein, jetzt geht's los. Was? Du sagst ihnen, dass wenn sie nicht glauben, dass sie dann schmutzig sind? Ja, das stimmt auch. Wenn man nicht an Levante betet, werden sie nicht wiederbelebt in die neue Welt. Das Sinken der Länder wird von der schweren Last der unreinen Seelen verursacht. Religion, die sind alle total für den Arsch, sind alle wahnsinnig. Von den Christen über die Buddhisten, über die Moslems und alle. Alle wahnsinnig. Aber du bringst ihnen bei, dass die anderen es verdienen zu sterben. Die Sündenvollen sollen gereinigt werden. Siehst du es denn nicht? Die Länder sinken wegen ihnen. Meine Leute werden in die neue Welt geleitet werden und der Rest soll für immer verschwinden.
Du hast Unrecht. Diese unschuldigen Leute haben überhaupt nichts mit dem Sinken der Kontinente zu tun. Die imperiale Armee ist der Grund dafür. Es gibt keinen anderen Grund. Die Länder sinken wegen einem schrecklichen Krieg vor langer Zeit.